Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei weiterer Folge. So, wir haben diesmal gar nicht das Ding dahin genutzt. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, dass wir hier ziemlich aufgeräumt haben, weil die ja alle hier leben und eigentlich nur Spaß haben wollen. Und wir machen die Dämonen ziemlich fertig. Nur sind menschliche Waffen. Gut, wo geht es jetzt hier direkt weiter? Direkt mal gucken. Ja, hier. Ging es wahrscheinlich auf. Ah, zack. Was ist das? Automap gespeichert. Okay. Das war jetzt eigentlich in einer Tour nur krankes Zeug. Eine Tour ging es eigentlich nur von Arena zu Arena. Schade, dass das die keine Munition bringen, weil das sind eigentlich doch relativ viele. Und eigentlich ist die Waffe dann gut, bloß gut, dass wenn man keinen Bock hat, Ewigkeiten mit einer Waffe da rumzugurken. Also, versuchen wir ein bisschen hier was aufzuheben. Und es sieht schon wieder aus, ob das doch ein Gebiet ist, wo hier nur Krawall sein wird. Mal sehen. Wir müssen wahrscheinlich hier was aktivieren. Ah, wir brauchen den blauen Totenkopf. Und dazu müssen wir ihn erstmal bestimmt hier suchen. Das sind rote Totenköpfe, die bringen uns gar nichts. Können wir hier hochspringen? Da ist er wahrscheinlich irgendwo. Ja, ihr seht schon, das sieht schon wieder aus, ob hier direkt der nächste Kampf beginnt. Hier ist nichts. Oh. Ah. Ah, hier ging es auf, siehst du? Ah, hier ist der gelbe. Brauchen aber einen blauen. Geht's hier wieder raus? Nee. Was? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Sieht aber fast nicht danach aus. Okay, haben wir direkt hier eine Falle. Ah, ne. Alles klar. Da kommt der gelbe rein. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo hinter uns irgendeinen haben, der uns hier besiegt. Ah, das müssen wir erst aufmachen. Geht's hier weiter? Sagt er. Gib mir deine Hand. Okay, hier kommen wir jetzt erstmal rein. Gut, den drücken wir mal rein und dann muss hier irgendwo was aufgehen. Dort. Unverwundbar. Oh! Hat aber leider nur für eingereicht. Das Unverwundbare. Geht's jetzt hier raus? Oder was bringt uns das jetzt eigentlich? Wir haben jetzt irgendwas gedrückt. Wahrscheinlich können wir da wieder aufmachen. Okay, also es geht hier auf jeden Fall lang. Oh. Ich habe noch einen gehört. Zwei.
Und ich geh down. Vor allen Dingen, ich habe 100 Leben, wie er mir einfach nur einen Haufen abgezogen hat, ey, Wahnsinn. Krass. Wie machen wir den denn am besten jetzt mal weg? Das ist ein Raketenwerfer. Wie schauen wir den Raketenwerfer da drauf? Die Typen schlucken unnormal viel, ey. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt krass. Mega krass. Alles von vorn. Toll. Mann, ich bin da auf diesem Ding drauf, ey. Wo haben wir denn jetzt hier oben verwundbar oder haben wir das jetzt nicht mehr? Nö. Doch hier. Aus nächster Nähe hau ich mir das Schrumpf wieder drauf, ey. So, wartet mal. Sag's doch, ey, das bringt ein bisschen mehr, oder? Ach, fragst du mal? Jetzt kommen vier. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen vier, Alter. In diesem ganz kleinen Raum. So, ich würde eher sagen, wir machen mal ein bisschen Gesundheit jetzt, ne? Munition ran. Ich denke mal eher, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gesundheit machen. Ja, wir machen Gesundheit. 175. Oh, was? Wir haben es. Oh, was? Wir haben 75, 25 mehr gekriegt. Das ist ja nichts. Das ist ja absolut gar nichts. Monster Pinky. Okay. Mein Fernseher schaltet sich aus, da muss ich mal kurz. So. Okay. Ah, da können wir jetzt den gelben reintun. Super gut. Oh. Ich einfach noch hing. Ich einfach noch hing. Oh, jetzt ist mir nur die Action angesagt. Die bomben dich jetzt hier mit Gegnern zu, das ist echt Wahnsinn. Was ist das? Also, ah, ich wollte gerade sagen, solange nicht der Dicke kommt. Alter.
Uiuiui. Ich muss mich da echt konzentrieren hier, Wahnsinn. Heftig, heftig, heftig. Nein! Runtergeflogen. Na klasse. Oh. Okay, das war's auch noch nicht. Das muss es gewesen sein, oder? Nein, auch nicht. Oh, der Hit kommt wieder so dicker. Hab ich nicht. Voll geil, ey, die Attacke. Komm schnell. Oh. Jetzt aber. Was ist das jetzt? Stimmt, ja. So geil. Ich hatte Angst gehabt, aber ich trinke jetzt einfach nochmal. Sind hier lang? Voll das Labyrinth hier. Wahnsinn. So, müssen wir mal gucken. Ich werde hier übelst mit Gegnern zugebombt gerade. Wahnsinn. Heftig, heftig. So. Okay, na, wir haben doch jetzt. Warte mal, ich springe mal da oben drauf und gucke, ob sich das anders irgendwie gelöst hat. Da habe ich gedrückt. Und hier ist gar nichts. Das ist nicht aufgegangen. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Oder ich muss einfach schnell machen. Ach nee, dort hat sich das geöffnet. Da. Cool. Die nächste Arena. Oder ne, alles klar. Doch, die nächste Arena. Ich nehme den Kopf jetzt und hinter mir kommen die Gegner. Ja. Wie man hier zugebombt wird. Das sind jetzt so Viecher. Nein! Die werden jetzt nicht etwa unsichtbar! Bringt nichts! Ist ja auch nicht sterben, ne? Boah. Ist noch irgendwo einer? Ah!
Verdammt, ich weiß nicht, wo der andere ist. Zwei habe ich jetzt gekillt, aber es sind drei gewesen. Zwei habe ich gekillt, das waren aber drei. Nee, das Medkit. Ah! Och, Alter, wie er überall hängen bleibt, ey. Das juckt meine Nase noch extrem. Oh, noch einer. Direkt hinter ihm. Doch die Unsichtbaren weg. Also wie kann man denn noch Pinky unsichtbar machen? Nein, das reicht nicht. Speicherpunkt, alter Schwede, ey, wie geht hier übelst die Düse? Hier wird man zugetextet mit übelsten Dämonen, Wahnsinn. Was ist hier denn noch verkehrt? So, wie geht's jetzt weiter? Nee. Wo geht's denn? Geht's denn aber jetzt hier wieder raus? Oh, ja. Wo geht's jetzt hier raus? Warte mal, ich geh nochmal zurück. Lass mal gucken. Irgendwo was übersehen. Ah, nee, hier. Sich geöffnet. Niemand konnte der Horde trotzen. Nur der Schicksalsschlechter. Verzweiflung ging von ihm aus wie eine Krankheit, versetzte die Schattenwesen in Angst und trieb sie in immer tiefere und dunklere Löcher. Aber von den Tiefen des Abgrundes erhob sich der Große. Ein Kämpfer, der mächtiger war als alle vor ihm. Ein Titan. Von unermesslicher Macht und Wildheit. Er begab sich auf den Weg, um dem Schicksalsschlechter entgegenzutreten, ihn zum Kampf zu fordern. Der Titan kämpfte mit der Wut der zahllosen Opfer des Schicksalsschlechters. Und doch fiel er. Und im Schatten seiner Niederlage wurde die Horde in die Flucht geschlagen. Okay. Oh, oh. Da gehen wir weiter. Und bevor wir jetzt hier aber den nächsten Kampf starten, verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann.